Genau, schimpf, schimpf, du willst schlafen, ich weiß. Ich bin auch gleich fertig. Hallo zusammen, schön, dass du wieder zu einem neuen Fotowalk einschaltest. Mein Name ist Björn und ich bin heute nicht in Kassel unterwegs, sondern ich bin heute in Bremerhaven. Hier im Hintergrund, da siehst du schon eins von den Fotomotiven, die ich mir für heute für den Fotowalk rausgesucht habe. Das ist das Klimahaus und direkt dahinter, da ist das Atlantic Hotel Sales City. Der ein oder andere wird das Atlantic Hotel vielleicht kennen. Es sieht so ein bisschen aus wie das Al Arab in Dubai, glaube ich. Ja, ich habe mir noch ein paar andere Fotomotive rausgesucht, die ich dir heute zeigen möchte. Es ist wieder Nacht. Ich finde, gerade wenn alles so schön beleuchtet ist, dann sieht das nochmal um eine Klasse besser aus. Ich bin heute tagsüber schon mal hier gewesen, habe so ein bisschen Location Scouting betrieben und ich würde sagen, gucken wir uns einfach mal die Spots an, die ich mir rausgesucht habe. Ich bin am ersten Spot jetzt hier angekommen. Hier im Hintergrund kannst du das Ganze schon sehen. Es ist ein interessanter Torbogen mit einem Eisenbahnwaggon, der dahinter positioniert ist. Den kann man wunderschön in Szene setzen und das werde ich dir jetzt auch mal zeigen. So, ich habe die Kamera schon mal fertig ausgerichtet. Ich habe sie direkt vor diesen Pfosten gestellt, weil den möchte ich natürlich nicht mit dem Bild haben. Die Kamera ist auf Hochkant eingestellt und okay. Da habe ich gerade eine Möwe abgelenkt, die da oben noch am Rumfliegen ist. Die Kameraeinstellungen. Blende F8, ISO 200 bei 30 Sekunden Belichtungszeit. Und ich würde sagen, legen wir mal los. Ich löse mit 2 Sekunden Vorauslösung aus. Und dann blende ich dir jetzt das Bild ein. Ich bin jetzt am zweiten Fotospot angekommen. Direkt gegenüber liegt jetzt das Klimahaus. Ihr seht es vielleicht, es ist noch nicht mal komplett auf der Kamera bzw. bei euch auf dem Bild drauf zu sehen. Direkt dahinter ist das Atlantic Hotel und ich habe jetzt hier die Kamera positioniert. Wir haben das Klimahaus genau in die Mitte gesetzt. Ich bin jetzt hier bei Blende F11, ISO 100, 30 Sekunden Belichtungszeit und ich habe eine Brennweite von 17 mm, also das weiteste, was ich mit dem Tamron 17 bis 28 mm hier einstellen kann. Wieder 2 Sekunden Vorauslösung und ich würde sagen, auf geht's und ich blende dir jetzt das Bild ein. Ja, ich bin immer noch am selben Spot, ich bin immer noch an derselben Position, aber ich möchte noch ein bisschen mit der Brennweite spielen. Ich habe das Tamron 17 bis 28 mm dabei und möchte einfach mal gucken, wie nah kann ich rangehen, um trotzdem noch alles im Bild zu haben. Ja, bei 20 mm wird es eng, da muss ich tatsächlich nochmal nachstellen. Wir können 24 mm, dann ist aber auch Schluss, weil das werde ich wahrscheinlich dann hinterher in der Nachbearbeitung auch nicht mehr gerade positioniert bekommen. Trotzdem werde ich es jetzt mal fotografieren. Wir haben immer noch dieselben Einstellungen, 30 Sekunden Belichtungszeit bei Blende F11 und ISO 100, 2 Sekunden Vorauslösung und ich würde sagen, hier ist das Bild. Ich bin jetzt hier in einem weiteren Spot angekommen. Direkt über mir läuft so eine Brücke über die Straße und auch hier hinter mir über den Kanal hinweg. Und auch hier
haben wir natürlich die Möglichkeit, die Spiegelungen dann im Wasser schön mitzunehmen. Wir werden auch gleich nochmal nach oben gehen, denn von da oben hat man auch nochmal einen sehr schönen Blick und einen sehr schönen Fotospot. Aber erstmal jetzt hier zu den Einstellungen. Kamera ist im Hochkantformat aufgestellt, Blende F8, 20 Sekunden Belichtungszeit und ISO 100. Ich würde sagen, 2 Sekunden Vorauslösung, lassen wir das Bild für sich sprechen. Ich blende es dir jetzt ein. Ja, ich bin jetzt hier oben auf der Brücke angekommen, am nächsten Fotospot. Kamera habe ich auch schon ausgerichtet. Ihr seht es auch hier wieder im Vordergrund, das Klimahaus, dahinter das Atlantic Hotel. Diesmal habe ich aber hier die Treppe noch als führende Linie mit ins Bild eingebaut. Sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Ich werde es dir jetzt mal zeigen. Einstellung an der Kamera. Blende F16, 30 Sekunden Belichtungszeit bei ISO 100, 2 Sekunden Vorauslösung und wir sind bei 17 mm Brennweite. Ich kriege einfach nicht genug von diesem Spot. Ich habe die Kamera jetzt nochmal ins Hochkantformat gestellt. Das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich nehme diese Führungslinie hier von dem Geländer nochmal mit als Hochkantmotiv. Auch wieder hier das Klimahaus im Vordergrund und natürlich auch das Hotel im Hintergrund. Einstellungen sind die gleichen. Blende F16, 30 Sekunden bei ISO 100. Ich löse wieder aus und bin gespannt, wie gut das Bild diesmal aussieht. Wenn die Kamera jetzt hier gerade das Bild am Verarbeiten ist, möchte ich ganz kurz über die Fotowalks mit dir sprechen. Denn mir macht das so viel Freude, ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, denn es ist ja auch ein bisschen Arbeit. Aber es macht so viel Spaß, so viel Freude, euch zu zeigen, wo ich fotografiere, wie ich fotografiere, euch die Einstellungen zu zeigen und euch vielleicht auch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben zu können. Klar, es ist ein bisschen Arbeit, es ist ein bisschen mehr Arbeit. Ich muss eine zweite Kamera mit mir rumschleppen und natürlich auch ein zweites Stativ. Aber ich mache es gerne, weil es macht einfach wahnsinnig Spaß und ich bin jetzt tatsächlich eigentlich nur für diesen Fotowalk hier nach Bremerhaven gefahren. Ich habe mir hier oben ein Hotel gemietet und bin jetzt hier 2 Tage und habe mir gedacht, komm, geh einfach mal raus, guck dir das mal an, wie das hier aussieht und ganz ehrlich, pff, Hammer, oder? Also wenn ihr mal in Bremerhaven seid, kommt mal vorbei, guckt euch das selber an. Nehmt vor allen Dingen die Kamera mit. Morgen gucke ich mir eventuell das Klimahaus mal von innen an. Ich glaube nicht, dass ich da Aufnahmen machen darf, die ich dann in den Videos nutzen kann. Ich werde mir vielleicht auch mal das Auswandererhaus noch anschauen. Das ist ja auch hier gleich gegenüber. Und ganz da oben, wo die ersten roten Lichter zu sehen sind, da ist eine Aussichtsplattform. Und heute war sehr, sehr gutes Wetter. Sollte es morgen wieder so schön sein, leider ist die Vorhersage für morgen nicht so gut. Sollte es allerdings wieder erwarten, doch wieder die Sonne scheint und blauer Himmel sein, werde ich mal gucken, dass ich morgen da oben hochkomme und von da oben noch ein paar Impressionen mitbringen kann. So, jetzt will ich mir aber mal das Bild angucken, was die Kamera hier produziert hat. Ist das geil. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ich blende es dir jetzt ein. Es sieht einfach nur... war ich gar nicht im Bild zu sehen. Ja, es sieht einfach nur wahnsinnig gut aus. Ich bin total geflasht. Das sieht einfach nur stark aus. Ich kann es nur wiederholen. Vielleicht kommt ihr hier oben aus der Gegend. Kommt mal bei Nacht hierher. Bringt die Kamera mit. Macht Bilder. Es sieht einfach nur richtig, richtig geil aus. Genau, schimpf, du willst schlafen, ich weiß, ich bin auch gleich fertig. Also, wenn du mehr von diesen Fotowalks sehen möchtest, dann schau mal in die Videobeschreibung.
oder in die Infobox oder aber auch in die Endcard. Jetzt geht's aber hier hinten richtig ab. Auf jeden Fall, da habe ich dir die Playlist verlinkt. Da findest du alle Fotowalks, die ich bis jetzt auf dem Kanal veröffentlicht habe. Ich bin mir sicher, da ist noch mehr Interessantes für dich dabei. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst beim nächsten Mal auch wieder rein und wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich freue mich, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Bis dahin, mach's gut, euer Björn. Ciao. Ey, jetzt ist aber mal gut, ich bin fertig. Na, geht doch. Danke.